lesen, dass wenn man einen Vorgesetzten hat, einen Trainer hat, mit dem man so erfolgreich arbeitet, der jetzt aufgehört hat, empfindet man dann so etwas wie echte, tiefe Dankbarkeit auch ein Stück weit dem gegenüber? Auf jeden Fall. Wir wissen alle, was wir an Jupp Heynckes hatten oder immer noch haben. Er ist ja auch jemand, den man jetzt immer noch anrufen kann. Er hat eine sehr gute Menschenkenntnis und war wirklich ein sehr guter Trainer. Er war übrigens auch der erste Trainer, der mich damals auf Schalke hat mittrainieren lassen bei den Profis. Und deshalb war da für mich sowieso schon mal klar, dass es eine sehr enge Bindung sein wird. Hat sich der Kreis ein bisschen geschlossen. Du hast ja jetzt gerade in einem Interview eben gesagt, dass du bei Guardiola ist der Stil so ein bisschen anders. Da bist du, sagen wir mal, mit deinen fußballerischen Qualitäten ein bisschen anders eingebunden. Auf der anderen Seite, der andere Stil war ja auch nicht so ganz erfolglos. Ne? Also letztlich, Stil ist dann wurscht, oder? Ja, im Prinzip beim Profisport zählt nur der Erfolg, egal welcher Stil gespielt wird. Das trifft es auf den Punkt. Ich würde gerne fragen wollen, weil ja jetzt noch einige Monate vergangen sind seit dem Triple-Erfolg, inwieweit einen sowas vielleicht auch als Sportler, aber auch als Mensch verändert. Spürt man, dass man anders in sich ruht, weil man eben etwas ganz Besonderes schon geschaffen hat? Ist man selbstbewusster? Wie würdest du das beschreiben für uns, die wir das ja alle leider nie erleben werden? Ja, hier sind ja noch ein paar kleine Gäste da. Also okay, ja, das ist sehr gut. Nein, ich denke, dass man jetzt auch schon gemerkt hat, dass wir sowieso nie natürlich vor irgendeiner Mannschaft Angst hatten, aber doch mit einer breiten Brust und sehr selbstbewusst auftreten. Und das hat uns generell jedem Einzelnen persönlich gut getan, aber ich glaube auch der ganzen Mannschaft. Man ist enger zusammengerückt und man hat sich ja einfach besser kennengelernt, auch durch diese Erfolge. Das schweißt zusammen. Natürlich können auch Niederlagen und Misserfolge zusammenschweißen. Das haben wir gesehen in der Saison davor, wo wir halt dreimal Zweiter geworden sind und im Halbfinale gegen Italien mit der Nationalmannschaft ausgeschieden sind. Das waren auch Momente, die einem weiterhelfen, aber ich denke, das Zweite, das nehmen wir doch lieber mit.